Und wir schauen in die deutsche Hauptstadt. Der Bundestag entscheidet heute nach viertägiger Debatte über den Haushalt für das Jahr 2021. Vorgesehen sind Ausgaben von fast 500 Millionen Euro, zu mehr als einem Drittel aus Schulden finanziert. Meine Kollegin Jeanette Clark ist für uns in Berlin dabei. Jeanette, rund 27 Stunden Haushaltsberatungen haben die Abgeordneten inzwischen hinter sich. Was steht denn gleich noch an? Guten Morgen. Ja, man kann erst mal sagen, der Bundeshaushalt 2021, der ist heute jetzt wirklich auf der Zielgeraden. Die meisten Einzelpläne sind beraten. Am Dienstag hat der Bundestag bereits die Schuldenbremse im Grundgesetz ausgesetzt für nächstes Jahr, um diesen Riesenetat überhaupt möglich zu machen. Und heute steht noch ein ganz großer Brocken an, so kann man das sagen, nämlich der Etat für Arbeit und Soziales, der größte Einzelplan im Haushalt. Und dann gibt es die sogenannte Schlussrunde. Das ist noch mal eine Abschlussdebatte, noch mal Würdigung und Kritik des Haushalts, bevor dann über das Haushaltsgesetz 2021 und über den Finanzplan abgestimmt wird. Damit wird die Bundesrepublik die zweithöchste Neuverschuldung in der Geschichte eingehen. Das liegt natürlich an den milliardenschweren Corona-Krisengeldern. Wir wollen heute Morgen schon mal darauf schauen, was kommt nach der Krise? Wann kommt eigentlich die Rechnung für diese vielen Kredite und wer bezahlt sie? Wie soll das gerecht verteilt werden? Und das möchte ich besprechen heute Morgen mit meinen Gästen, die zu mir gekommen sind. Und ich freue mich, dass sie beide da sind. Beide Haushälter kennen sich sehr viele Jahre aus dem Haushaltsausschuss. Das ist einmal Eckhard Rehberg für die CDU-CSU. Fraktion, der haushaltspolitische Sprecher, und Gesine Lötsch für die Linksfraktion, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und ebenfalls haushaltspolitische Sprecherin. Ja, Frau Lötsch, wenn wir jetzt drauf schauen, wir steuern auf einen harten Lockdown zu, so sieht es zumindest aus, vor oder nach Weihnachten. Wenn jetzt auf die Novemberhilfen, auf die Dezemberhilfen auch noch Januar, Februarhilfen folgen und andere Hilfsmaßnahmen, beschließen Sie heute einen Haushalt für 2021, der im Januar schon wieder sich überholt hat? Ich glaube, dass wir im Januar neu diskutieren müssen, das ist völlig klar. Und man muss ganz klar sagen, der Lockdown trifft natürlich die am härtesten, die die wenigsten Reserven haben. Dazu zählen natürlich auch Arbeitslose, dazu zählen Rentnerinnen und Rentner. Heute hat die Tafel dazu aufgerufen, den Menschen doch extra Geld zumindest für Hygieneartikel zu geben. Ich denke, die Situation ist sehr dramatisch und es vertieft die soziale Spaltung in unserem Land. Und schlimm ist, finde ich, dass die Anzahl der Milliardäre sich erhöht wird, also Reiche reicher geworden sind. Und wir müssen uns um die Leute kümmern, die wenig Geld haben. Da werden wir uns ein bisschen vorarbeiten. Wir wollen erst noch mal auf das Aktuelle, was jetzt bevorsteht, schauen. Herr Rehberg, Sie haben zum Anfang der Woche in Ihrer Haushaltsrede gesagt, dass der Staat, man soll nicht den Eindruck erwecken, dass der Staat alles leisten kann. Wenn Sie jetzt ins nächste Jahr schauen, was wird passieren? Wird es sozusagen so sein, dass Sie über diesen Haushalt noch mal reden müssen? Und ist überhaupt noch Geld da? Ja, erstmal, glaube ich, haben wir massiv Vorsorge getroffen. Dafür sind wir kritisiert worden. Wir haben ja noch einmal eine Pandemievorsorge in der Größenordnung von 35 Milliarden, die aber nicht bewegt werden kann ohne Einwilligung des Haushaltsausschusses. Und es liegen noch knapp 40 Milliarden Wirtschaftshilfen im Haushalt, über 12 Milliarden für den Bereich Gesundheit. Und Sie haben Rechte mit Ihrer Frage, Stichwort November-Dezember-Hilfe. Und ich stehe auch zu meiner Aussage, dass der Staat nicht alles wird leisten können. Wir haben bei der November-Dezember-Hilfe auf der einen Seite eine Überkompensation für direkt Betroffene und auf der anderen Seite für nicht direkt Betroffene. Die fühlen sich, weil sie mehr als 80% Umsatzeinbruch haben müssen, ausgeschlossen davon. Und ich glaube, wir müssen jetzt endlich dazu kommen, bei dem Thema Wirtschaftshilfen mit der Überbrückungshilfe 3, die geht von den Solo-Selbstständigen bis zu Unternehmen bis zu 500 Millionen Euro Umsatz, dass das auch tragfähig ausgestaltet wird und dass wir nicht alle 4 oder 8 Wochen neue Hilfen konzipieren. Dann haben wir auf der einen Seite eine Neiddebatte innerhalb der Sektoren, innerhalb der Branchen und auf der anderen Seite möglicherweise kann man sich dann auch nicht planbar darauf einrichten. Und deswegen glaube ich, muss ab Januar die Überbrückungshilfe 3 gelten, Punkt. Der Einzelhandel, es gibt aktuelle Meldungen, wonach gerade schon neue Hilfen sozusagen angedacht werden. Und zwar der Einzelhandel soll womöglich unterstützt werden, wenn es jetzt zu einem harten Lockdown kommt. Der Spiegel hatte das gestern gemeldet, dass die Einzelhandelsgeschäfte entschädigt werden sollen. Das Finanzministerium hat schon mal ausgerechnet, dass je nach Ausgestaltung der Hilfen dafür zwischen 4 und 7 Milliarden
Euro fällig werden würden. Würde das schon in diese Überbrückungshilfen reinfallen? Ist das Geld schon vorgesehen dafür? Also bei den Zahlen aus dem Bundesfinanzministerium wäre ich ein bisschen vorsichtig. Denn die Novemberhilfen sollten erst auch nur 8 bis 10 Milliarden kosten. Jetzt kosten sie ungefähr das Doppelte. Und richtig ist, dass nach unserer Auffassung, nach Auffassung der Unionsfraktion, wenn auch der Handel beim Lockdown mit dabei ist, ab dem Zeitpunkt die Überbrückungshilfe 3 für alle gelten sollte. Und die November- und Dezemberhilfe muss auslaufen. 75% vom Umsatz als Basis der Hilfe, das hat Unwuchten auf der einen Seite, Überkompensation auf der anderen Seite, fühlen sich andere Branchen in großem Maße benachteiligt. Und deswegen muss es ein Hilfsprogramm geben, gleich für alle Sektoren, für alle Branchen. Frau Lütsch, Unterstützung für den Einzelhandel? Der Einzelhandel ist natürlich in einer sehr schwierigen Situation. Und das Entscheidende ist, glaube ich, dass die Maßnahmen logisch sein müssen. Wir haben gesehen, dass Theater, Kinos wurden geschlossen und gleichzeitig gab es verkaufsoffene Sonntage. Und Peter Altmaier hat das Einkaufen zur patriotischen Aufgabe erhoben. Ich glaube, so kann man an die Dinge nicht rangehen. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Innenstädte weiter belebt sein können. Und wir müssen auch sehen, dass die Hilfen gerecht verteilt werden. Und es gibt den einen oder anderen, der auch in der Krise sich ein Schnäppchen gemacht hat, mehr Geld bekommen hat, als ihm zusteht. Aber bei den größten, bei der großen Masse der Leute ist bisher viel zu wenig angekommen. Die berühmten Novemberhilfen konnte man erst am letzten Mittwoch des November überhaupt beantragen und vieles ist noch nicht ausgezahlt worden. Es war auffällig bei dieser Haushaltsdebatte, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen schon mal Zwischenbilanz ziehen vor dem heutigen Tag, bevor jetzt gleich drin die Schlussrunde auch losgeht. Es war auffällig bei den Haushaltsdebatten diese Woche, dass eben wirklich viele Redner schon einen Blick vorausgeworfen haben. Frau Lütsch, wann werden es die Bürger denn im Portemonnaie spüren, dass wir für diese Schulden die Rechnung zahlen müssen? Viele Bürger spüren es ja jetzt schon im Portemonnaie und darum fordern wir als Linke ja auch eine Vermögensabgabe. Wir sehen ja mit großer Sorge, dass sich die soziale Spaltung während der Krise vertieft hat. Wir haben jetzt einen aktuellen Armutsbericht vom Paritätischen Wohlfahrtsverband vorliegen, der sagt, die Armutsquote ist in unserem Land so hoch wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Und ich glaube, das ist wirklich ein trauriger Rekord. Und darum ist unsere Forderung ganz klar, wir wollen eine Vermögensabgabe, wir wollen die heranziehen, das sind die reichsten 0,7% der Bevölkerung, die wirklich über ungeheure Güter verfügen. Mehr, die Milliardäre haben mehr in der Tasche, als der gesamte Bundeshaushalt ausmacht. Und ich glaube, das ist eine Unwucht und die müssen wir korrigieren. Herr Rehberg, entschuldigen Sie, ich muss da gerade noch mal nachfragen, weil auch das Argument habe ich von der Linken, von Ihnen, aber auch von anderen Rednern, auch von Ihrer Fraktionsvorsitzende die ganze Woche gehört. Die Vermögensabgabe, das soll das Geld reinbringen, die Schulden bzw. getilgen. Allerdings, es gab ja schon im Frühjahr ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Da war das nicht so eindeutig, ob das überhaupt machbar ist, eine solche Vermögensabgabe aufgrund der Corona-Pandemie. Also spielen Sie da nicht mit einer Abgabe, die gar nicht realisierbar wäre, selbst wenn Sie dafür eine Mehrheit hätten? Diese Abgabe wäre realisierbar und wir haben auch gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ein Gutachten erarbeiten lassen. Und wir ziehen immer den Vergleich zum Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Und der war viel, viel einschneidender als das, was wir vorschlagen. Das ist machbar, das ist mit unserem Grundgesetz vereinbar und das wäre ein Beitrag zu mehr Gerechtigkeit. Herr Rehberg, ich muss Sie nicht fragen, von der Vermögensabgabe hält die Union nichts. Mich würde interessieren, weil ich auch tatsächlich aus der Unionsfraktion in dieser Woche, und ich habe gut zugehört, nicht so viel gehört habe, wie die Schulden getilgt werden sollen. Also rein auf Wirtschaftswachstum zu setzen, kann es ja nicht sein. Wir müssen ja nur einen Teil der Schulden tilgen, und zwar den Teil, der über die Schuldenregel läuft. Und das wird auch nicht die Größenordnung sein, wie die Schulden im Soll veranschlagt worden sind. Und dieser Bundeshaushalt in diesem Jahr und im kommenden Jahr hat ja zwei Gesichter. Das eine Gesicht ist, die Krise bewältigen. Das andere Gesicht ist, aus der Krise rauskommen, wieder Wachstum generieren. Und da haben wir und werden wir in vielen Bereichen Geld in die Hand nehmen. Infrastruktur, Digitalisierung, Klimaschutz und so weiter und so fort. Und wir sind der festen Überzeugung, dass es wie nach 2010 gelingen kann, aus einer Krise mit Wachstum herauszukommen. Ein Satz zur Vermögensabgabe. Hier wird eine Neiddebatte geführt. Und das Geld liegt ja nicht auf Konten rum, sondern das Geld gerade der eigentümergeführten Unternehmen oder das Kapital, das Vermögen, das sind die Betriebe, das sind die Unternehmungen. Und wer jetzt hier eine Vermögensabgabe, eine Substanzbesteuerung vornimmt, der wird gleich vorweg das Rauskommen aus der Krise, das Wachstum abwürgen.
Aber trotzdem noch mal nachgefragt zu Ihrem Optimismus. Ja, es muss nur ein Teil der Schulden getilgt werden. Aber auch der Präsident des Bundesrechnungshofes sagt beispielsweise, es ist eine andere Situation als nach der Finanzkrise, weil erstens alle Branchen betroffen sind. Und wenn wir jetzt in einen harten Lockdown steuern, kann es ja auch sein, dass die Wirtschaftsbelebung sich eben noch ein bisschen hinzieht. Also die Rückzahlung eines Teils der Schulden beginnt 2023, eines weiteren Teils 2026. Ja, die Situationen sind unterschiedlich. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit Maß und Mitte, was das Geldausgeben betrifft und mit Wachstum aus dieser Krise rauskommen können und zukünftig auch Schulden werden tilgen können. Trotzdem noch mal nachgefragt. Es wird über Steuererhöhungen durchaus gesprochen. Der CDU-Vorsitzendenkandidat Friedrich Merz, der hat in diesen Tagen gesagt, es sei unseriös, Steuererhöhungen gänzlich auszuschließen. Hat er recht? Wir sind eine große Volkspartei und in dieser Volkspartei kann es unterschiedliche Meinungen geben. Ich bin da anderer Meinung als Friedrich Merz. Was glauben Sie, Frau Lötsch, werden wir letztendlich nicht um Steuererhöhungen drumherum kommen? Es wird nach der Bundestagswahl, das ist völlig klar, Steuererhöhungen geben. Und der Kampf geht darum, wer zahlt die Steuern. Wird es allgemeine Steuererhöhungen geben? Werden die Mittelschichten und die kleinen Leute wieder belastet? Wird die die Mehrwertsteuer wieder erhöht? Das trifft dann alle. Und darum sagen wir, es geht hier nicht um eine Neiddebatte. Es geht um soziale Verantwortung und es geht darum, die soziale Spaltung zurückzufahren. Und darum können wir noch mal sagen, wir fordern die Vermögensabgabe, aber wir sind natürlich auch offen für andere gerechte Steuerveränderungen. Herr Rebeck aus der Unionsfraktion, kam, würde ich sagen, auch jetzt noch mal ein anderer Aspekt oder eine andere Idee. Sie und auch Ihr Fraktionschef Ralf Brinkhaus haben gesagt, wenn wir auf die Lastenverteilung der Corona-Krisengelder schauen, dann hat der Bund sehr viel geleistet und die Länder in Relation zu wenig, sagt Herr Brinkhaus beispielsweise. Und Sie haben gefordert, die Länder müssen künftig mehr übernehmen an Lasten für die Corona-Krisengeldern. Da stehen Sie relativ allein da. Ihr Koalitionspartner SPD, der geht da nicht mit. Und selbst Ihre Ministerpräsidenten, Ihre CDU-Ministerpräsidenten, die waren da sehr erbost. Also dieser Vorschlag, was steckt dahinter? Also, dass die Ministerpräsidenten darüber nicht sich freuen, das ist mir vollkommen klar. Was steckt dahinter? Wir haben in diesem Jahr 2020 als Bund eine Kreditfinanzierungsquote von fast 40%, die Länder von 8,5%. Im nächsten Jahr nehmen wir 36% an Schulden auf als Bund, die Länder nicht mal 5%. Und wenn wir wenigstens dazu kommen würden, wenn es jetzt beim Lockdown darum geht, dass jeder die Lasten trägt, auch für die er Verantwortung hat, zum Beispiel am ÖPNV, eben die Länder, dann wären wir aus meiner Sicht schon ein Stück weiter. Und ein weiteres Thema ist ganz einfach, die Länder sollten auch das Geld, was wir ihnen zur Verfügung stellen, dann auch zweckentsprechend einsetzen in vielen Bereichen für die Hochschulen, soziale Wohnraumförderung und so weiter und so fort. Also hier mischen sich Dinge, aber grundsätzlich die Zahlen belegen das. Zahlen lügen nicht. Der Bund trägt die Hauptlast bei der Überwindung der Krise. Wenn ich das richtig gesehen habe, Frau Lötsch, haben Sie leicht genickt. Es gibt sehr unterschiedliche Situationen in den Ländern. Wir haben sehr reiche Bundesländer wie Baden-Württemberg und Bayern, die sozusagen den Takt vorgeben. Und man muss genau auf die Situation schauen in den Ländern. Und dann gibt es natürlich eine Sache, die kann nur der Bund machen. Der Bund kann die Steuergesetzgebung ändern. Und mit einer Änderung der Steuergesetzgebung können wir natürlich auch beeinflussen, wie viel den Ländern zur Verfügung steht. Am Sonntag werden sich Bund und Länder treffen, beziehungsweise es wird eine Videokonferenz wieder geben. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht, ob es einen Lockdown gibt und was das dann auch beispielsweise für den Haushalt heißt. Ich bedanke mich ganz herzlich heute Morgen bei Ihnen beiden, Gesine Lüth von der Linken und Eckhard Rehberg von der CDU-CSU-Fraktion.